Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen im Bobbyversum. Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video. In meinem heutigen Video schauen wir uns ein Bild für den Zauberer in Diablo 3 Reaper of Souls an, den ich gestern und heute auch auf dem PTR getestet habe. Wenn euch das Video gefällt, freue ich mich wie immer sehr über ein Like und für weitere Videos zu Diablo 3 unterstützt meinen Kanal und mich mit einem Abo. Leute, was hatten wir gestern Abend für eine geile Zeit im Livestream? Es hat richtig Spaß gemacht. Wir waren natürlich gestern Abend auf dem PTR zu Patch 2.7.0 in Diablo 3 unterwegs und haben da einen saisonalen Charakter gelevelt. Wir haben ein bisschen rumexperimentiert und wir haben uns insbesondere mit dem Itemset Pracht des Feuervogels für den Zauberer auseinandergesetzt. Dieses Klassenset wurde mit dem Patch überarbeitet, hat einen neuen Set-Bonus bekommen und diesen Set-Bonus zeige ich euch jetzt nochmal ganz kurz. Ihr seht hier Gameplay vom Zauberer, welches in meinen Augen einfach unheimlich schön anzuschauen ist und es wahnsinnigen Spaß macht zu spielen. Der Explo-Wizard ist wieder back in business und macht richtig Laune. Hier jetzt aber erstmal nochmal der überarbeitete Set-Bonus vom Feuervogel-Set, Pracht des Feuervogels, denn leider Gottes in der deutschen Übersetzung fehlen noch die entsprechenden Set-Beschreibungen, es fehlt noch einiges in der deutschen Version. Da das momentan dann in den Patchnotes auch nur auf Englisch verfügbar ist, hier einmal die entsprechenden Patchnotes dazu. Der Zweier-Set-Bonus, when you die, a meteor falls from the sky and revives you, disintegrate ignites enemies, causing them to take 3000% weapon damage per second until they die. Also, wir benutzen Desintegrieren, um unsere Gegner anzuzünden. Die fangen dann an zu brennen und brennen für 3000% Waffenschaden pro Sekunde, bis sie halt einfach verkokelt sind und aus dem Latschen kippen. Der Vierer-Set-Bonus. You gain 80% Damage Reduction and 4000% Increased Damage while Ignite is applied to a target. Casting Disintegrate adds Combustion Stacks that reduce the cooldown of Teleport by 2% per Stack, stacks up to 50 times. Im Vierer-Bonus ist es aktuell so, dass wir eine 80%ige Schadensreduktion erhalten und eine 4000%ige Schadens-Output-Erhöhung. Und genau das ist der Punkt, der dazu geführt hat, dass momentan auf dem PTR der Zauberer komplett durch die Decke geht und in Kombination mit dem Vierer-Bonus aus dem Feuervogel-Set und dem Sechser-Bonus aus dem Tairasha-Set komplett eskaliert. Deswegen bin ich ja fast 100% überzeugt, dass dieses im Vierer-Bonus überarbeitet wird. Entweder wird diese Schadenserhöhung in den Sechser-Bonus verlagert oder es wird irgendwie anders umgebaut. Auf jeden Fall wird es so nicht bleiben. Deswegen auch hier nochmal der ganz eindringliche Hinweis, dieses Bild, welches ich euch jetzt hier zeige, ist natürlich Work in Progress, das kann sich jederzeit ändern, wir sind ganz am Anfang von der PTR-Testphase und da kann jederzeit noch irgendwie was wieder dazwischen grätschen. Wenn es allerdings so bleibt, wird's richtig gut. Also, sobald ein Gegner brennt, haben wir 80% Schadensreduktion und 4000% erhöhten Schaden. Wenn wir Desintegration ausführen, was wir im Prinzip die ganze Zeit machen, sobald wir Desintegration kanalisieren, erhalten wir Stacks, die bis zu 50 sich ansammeln können und diese Stacks reduzieren den Cooldown von Teleport um 2% pro Stack. Das Ganze stackt 50 Mal. Dementsprechend haben wir einen 100%igen Cooldown von Teleport. Wir können die ganze Zeit teleportieren. Im 6er Bonus kommt dann noch dazu: Hitting an ignited enemy with a fire spell other than disintegrate deals ignited damage multiplied by combustion stack. Sprich, sobald wir einen bereits angezündeten Gegner treffen, und zwar mit einem anderen Feuerskill als Desintegration, kassiert dieser Gegner extremen Schaden. Der andere Skill, den ich jetzt hierfür verwendet habe, ist natürlich die Explosion. Und wir schauen jetzt auch als allererstes mal in das Skillset rein. Danach zeige ich euch noch mein benutztes Gear und natürlich sage ich auch was noch zu den sonstigen Anforderungen. Ihr müsst euch vorstellen, dass ich das Ganze hier ohne Paragon spiele. Also ich habe, weiß ich nicht, 300 Paragon-Punkte verteilt, vielleicht 400 Paragon-Punkte verteilt und habe unter 8000 Intelligenz. Mache 584.000 Paper DPS und habe eine Zähigkeit von 7,8 Millionen. Das ist letzten Endes
ganz, ganz am Anfang. Und trotzdem seht ihr hier diese 75er GRs zerfetzen in 3 Minuten. Das Ding dabei ist, ich habe auch noch keinerlei legendäre Edelsteine, bis auf diesen Verderben der Mächtigen, der gerade mal Stufe 20 ist. Und auch meine Cooldown-Werte sind noch jenseits von Gut und Böse. Ich habe gerade mal 50% Cooldown hier drin stehen. Das ist super wenig. Und da geht mit Sicherheit noch mehr. Und da dieser Bild halt auch sehr Cooldown-abhängig ist, könnte ich mir vorstellen, dass wir damit mit einer vernünftigen Ausrüstung, wirklich einem brauchbaren Gear und auch Edelsteinen drin, wenn das alles so bleibt, locker die 90er durchspeeden können. Es wäre ein Traum. Es macht einfach unheimlich viel Spaß zu spielen. Okay, Leute, ich spanne euch nicht länger auf die Folter. Ich zeige euch jetzt erstmal die benötigten Skills. Wir haben natürlich einmal Desintegration. Das spielen wir mit Konvergenz. Das ist eine Feuerrune. Dazu nehmen wir auf der rechten Maustaste die Explosion mit Kettenreaktion. Dadurch detonieren wir halt ein paar Mal hintereinander. Des Weiteren haben wir logischerweise die Teleportation mit dabei. Sichere Teleportation gibt uns ein Schadensschild. Wir haben magische Waffe mit Abwehr dabei, auch das sorgt für einen weiteren Schadensschild. Und wir haben hier noch den Vertrauten mit dem Funkenflug, dadurch erhalten wir einfach 10% mehr Schaden. Des Weiteren haben wir hier die Sturmrüstung mit Kraft des Sturms eingepackt, das reduziert unseren Arkankraftverbrauch und prockt unseren Ring, den wir tragen oder in Kanais Würfel haben, der uns 80% Schadensreduktion gibt. Bei den passiven Fertigkeiten sieht es wie folgt aus. Ich habe hier Hervorrufung mit reingenommen, um die Abklingzeiten zu reduzieren. Verwegenheit, um Gegnern in geringer Entfernung mehr Schaden aufzudrücken. Den Feuersturm für eine erhöhte kritische Trefferchance. Und den beflügelnden Schutz, um einen weiteren Schadensschild zu haben. So viel also erstmal zum Skillset. Das Gear, welches ich trage, habt ihr gerade eben schon gesehen, aber ich zeige das natürlich nochmal. Das Gear, welches ich trage, ist natürlich ein 6er-Set vom Feuervogel. Davon trage ich auch 6 Teile am Charakter ausgerüstet. Das ist hier der Helm, der Schulterschutz, der Brustschutz, die Handschuhe, die Hose und die Stiefel. Kombinieren tue ich das 6er-Set mit dem 2er-Set aus dem Schmuck, Endloser Gang. Das besteht aus Spur des Abenteurers und Windrose. Dadurch erhalten wir 50% Schadensreduktion, wenn wir uns bewegen, und 100% Schadensoutput, wenn wir uns nicht bewegen. Das Ding ist, wir porten halt die ganze Zeit durch die Gegend, und für diesen Set-Bonus zählt das Porten nicht als Bewegen. Das heißt, wir haben die ganze Zeit diese 100% Schadenserhöhung mit dabei. Das geht pro Port, geht das glaube ich um 5% runter. Wir können das mal ausprobieren gerade. Wir haben 100 Stacks. Ich reduziere gerade mal den Cooldown von meinem Teleport und dann porten wir gleich mal ein bisschen durch die Gegend. Und ihr seht, das geht auf 95 runter bei jedem Port, aber wir haben die ganze Zeit, wie gesagt, diesen fetten Schadensbonus aktiv, obwohl wir uns halt bewegen. Krümelchens wäre natürlich auch noch eine Variante. Krümelchens kann man beim Zauberer sehr, sehr gut einsetzen. Dann könnte man hier auf dem Ringslot noch eine Zusammenkunft der Elemente mitnehmen oder ähnliches. Aber wie gesagt, das Ganze hier ist eben noch Work in Progress. Das war jetzt erstmal so das Erste, was mir so in den Sinn gekommen ist. Und das habe ich jetzt erstmal eingepackt. Dann habe ich des Weiteren noch einen Obsidianring des Tierkreises mit dabei. Auch der ist natürlich wunderbar für diese Zusammenstellung. Der gibt uns Ressourcenkostenreduktion und der gibt uns Abklingzeiten. Man könnte jetzt natürlich auch noch beigehen und das Ganze versuchen, auf Captain Karmesins umzubauen. Dadurch würden wir auch nochmal Ressourcenkostenreduktion und auch Abklingzeiten erhalten. Das Problem, was ich dabei habe, ich habe einfach den Plan noch nicht gefunden. Ich bin hier im saisonalen Bereich unterwegs auf dem PTR, habe den Plan für Karmesins noch nicht, dementsprechend konnte ich das hier noch nicht testen. Wir haben natürlich Ashnagas Blutarmschienen mit dabei, erhöht die Stärke eurer Schilde um 83% in meinem Fall. Das Ganze geht jetzt hoch bis 100%. Und ja, das ist natürlich für den Zauberer immer eine wunderbare Geschichte. Die Waffe, die ich hier spiele, ist ein Ingeom, und das Ingeom sorgt natürlich dafür, dass wir in der Zeit, wo das aktiv ist, wo wir diese 15 Sekunden Cooldown-Reduktion haben,
komplett eskalieren. Also dann können wir diese Explosion, wir sind einfach ein explosierender Feuerball in dem Moment und fegen einfach nur so über die Map. Wahnsinn. Dazu haben wir noch die Kugel der unergründlichen Tiefe mit dabei. Erhöht euren Schaden jedes Mal um 8% und reduziert euren erlittenen Schaden um 20%, wenn ihr einen Gegner mit Explosion trifft. Dieser Effekt hält 6 Sekunden lang an und ist bis zu 4-mal stapelbar. Wir sind also sehr defensiv auch stark aufgestellt. Wir haben 80% Schadensreduktion aus unserem Set. Wir haben die Schilde, verstärkt durch Ashnagas Blutarmschienen, und wir haben nochmal 80% Schadensreduktion aus der Kugel. Und wir tragen Karinis Heiligenschein, also haben wir in Kanais Würfel ausgerüstet, welcher auch nochmal 80% Schadensreduktion raustut. Dementsprechend sind wir super stabil, können ruhig in den Nahkampf gehen, das machen wir natürlich mit der Explosion, auch wenn wir uns immer nicht lange an Ort und Stelle befinden, trotzdem sind wir im Nahkampf unterwegs und dementsprechend harmoniert das hier alles sehr, sehr gut miteinander. Die Gegenstände in Kanais Würfel, die ich hier gesetzt habe, sind natürlich der Zauberstab von Wo. Der Schaden von Explosion wird um 400% erhöht und nach dem Einsatz werden 3 weitere Explosionen ausgelöst. Ganz, ganz wichtiges Item. Dann haben wir den Aschemantel, reduziert die Ressourcenkosten von Feuerfertigkeiten um 30%. Wir nutzen die ganze Zeit Feuerfertigkeiten, deswegen ist das hier eine sehr, sehr gute Synergie. Und auf dem Ringslot, wie eben schon angesprochen, Karinis Heiligenschein. Nachdem Sturmrüstung einen mehr als 15 Meter weit entfernten Gegner einen Blitzschlag versetzt hat, erleidet ihr 5 Sekunden lang um 80% reduzierten Schaden. Paragon-Punkte würde ich normalerweise natürlich auch verteilen, habe ich jetzt hier, wie gesagt, nicht wirklich. Ich habe ein paar Paragon-Punkte verteilt. Ich würde das normalerweise in Bewegungsgeschwindigkeit investieren, wobei man das nicht unbedingt braucht, denn wir sind, wie eben schon angesprochen, die meiste Zeit mit dem Teleport unterwegs, aber gut, klar, diese 50 Punkte tun jetzt auch nicht so weh. Maximale Arkankraft ist relativ sinnvoll, sofern wir noch Probleme mit den Ressourcen haben. Wenn sich das dann irgendwann eingespielt hat, dann können wir auch die maximale Arkankraft hier wieder rausnehmen. Ansonsten natürlich klar, ist Intelligenz immer der Weg, den wir gehen sollen. Offensiv brauchen wir eigentlich als erstes die Abklingzeitreduktion. Ich habe das hier noch nicht mal verteilt. Dementsprechend seht ihr, es ist einfach gerade beim Testen alles so noch durcheinander. Aber ich wollte das mit euch unbedingt schnell teilen, denn ich finde einfach, es macht unheimlich viel Spaß und es sieht unheimlich gut aus. Ich hänge euch auch gleich hinten dran noch ein bisschen Gameplay. Auf jeden Fall natürlich klar, Abklingzeitreduktion ist wichtig, kritische Trefferchance, kritischer Trefferschaden, Angriffsgeschwindigkeit können wir vernachlässigen, aber die drei sind schon sehr, sehr wichtig. Defensiv bräuchten wir Rüstung, Widerstände, Leben und dann irgendwann auch die Lebensregeneration. Und beim Abenteuer brauchen wir natürlich Ressourcenkostenreduktion, ganz klar. Flächenschaden ist auch sehr schön. Und ja, Leben pro Treffer können wir auch mitnehmen. Goldsammelradius würde ich dann zum Schluss nutzen. Soweit zum Bild. Wir können hier noch gar nicht großartig über legendäre Edelsteine sprechen, weil ich natürlich momentan hier das Verderben der Mächtigen drin habe. Aber was natürlich sehr gut hier reinpassen würde, wäre ein Teguk, weil wir die ganze Zeit Desintegration kanalisieren. Es wäre auch ein Verderben der Geschlagenen interessant, weil wir natürlich auch viele Hits am Gegner setzen. Und ja, mit Sicherheit könnten wir auch noch ein Verderben der Gefangenen mit einbauen. Dann müssen wir noch irgendwas zur Gegnerkontrolle mitnehmen. Aber auch das wäre tatsächlich möglich. Da wir in Nahkampfdistanz sind und der Edelstein sich selber auslöst, könnten wir auch davon einfach profitieren. Das wären so die Optionen, die wir hier zur Verfügung haben. Der Gogok der Schnelligkeit sei auch noch kurz angesprochen. Darüber können wir natürlich weiteren Cooldown generieren, was natürlich auch hier sehr gut reinpassen würde. Das sind so, wie gesagt, die Optionen, die wir zur Verfügung haben. Noch ganz kurz ein paar Worte zur Spielweise. Ihr seht das oder ihr habt das im Gameplay auch schon gesehen. Das ist im Prinzip relativ simpel zu spielen sogar und ist trotzdem wahnsinnig, wahnsinnig befriedigend einfach. Wir aktivieren nach dem Betreten eines Rifts oder eines GRs einmal unsere 3 Buffs. Das sind hier die magische Waffe, der Vertraute und unsere Sturmrüstung. Fangen dann ganz am Anfang direkt schon mal an zu kanalisieren, um unsere Stacks aufzubauen. Und sobald wir den 50er Stack haben, fangen wir an, abwechselnd die Explosion auszulösen und unseren Teleport.
versuchen natürlich so viele Gegner wie möglich mit der Explosion zu treffen und sobald wir das erste Elite-Pack zerlegt haben, dann kommt das Ganze hier richtig auf Touren, dann kommt das Ganze richtig in Fahrt und dann müssen wir nur noch zusehen, dass wir so schnell wie möglich das nächste Elite-Pack finden oder einen Pylon, an den wir ziehen können. Denn unsere Begleiterin, die Funzel-Uschi hier, die hat natürlich die Nemesis-Armschienen mit dabei, sodass wir darüber auch noch weitere Champion-Packs generieren können. Und das harmoniert natürlich wieder mit der Spielweise. Es ist im Übrigen sehr sinnvoll, die Verzauberin einzupacken, denn die Verzauberin hat hier einen Skill. Ich habe ehrlich gesagt den Namen schon wieder vergessen. Auf jeden Fall dieser Skill sorgt dafür, dass wir bis zu 10% Cooldown von der Verzauberin bekommen und das ist natürlich hier sehr, sehr wichtig. Also wenn ihr vor der Frage steht, welchen Begleiter nehme ich mit, die Funzel-Uschi ist der Weg, den ihr gehen solltet. Das soll es erstmal gewesen sein. Schreibt mir bitte unbedingt unten in die Kommentare, was ihr von dieser Spielweise haltet, ob ihr euch darauf freut, ob ihr hofft, dass das überhaupt so bleibt. Ich würde mich sehr freuen, Feedback zu bekommen. Mir persönlich macht das unheimlichen Spaß und ich kann gar nicht aufhören, mich durch diese GRs zu explodieren. Das wird mit Sicherheit eine großartige Season, wenn das so bestehen bleibt. Ich freue mich drauf. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.